kreative Titel bei Twitch dabei. Outfit of the Day. Ich hab, ich hab noch das Originalbild irgendwo. Ja, genau, die hab ich's. Ja, hab ich's. Ich weiß nicht, ich fand das Outfit irgendwie cool. Ich fand das Outfit irgendwie nice und dachte mir so, ja, genau, perfekt auf den Flag. Ich fand das Outfit irgendwie cool, was ich mir mittlerweile zusammengestellt habe. Und ich dachte mir so, warum nicht, ne? Ich hab's einfach fotografiert und, weil ich hab das immer bei Lars gesehen, der hat so ein Outfit of the Day, macht der manchmal, da zeichnet er sich selber mit seinem Outfit, was er so macht. Es gibt ja Leute, die tatsächlich guten Kleidergeschmack und so haben. Gehöre ich nicht so wirklich mit dazu. Ich bin halt jemand, der trägt halt immer so ein T-Shirt oder so. Aber das fand ich tatsächlich mal ganz cool. Ich wollte das schon immer selber mal machen, aber ich habe halt nie irgendwas Besonderes oder Cooles angehabt. Und heute dachte ich mir so, hey, heute wird irgendwie der Tag. Weil ich wollte irgendwas zeichnen, wo halt Falten drin vorkommen. Und genau das machen wir. Das war eigentlich so der einzige Gedanke hinter der ganzen Sache. Ich muss das Ganze mal ein bisschen hochstellen. Welches Grafiktablet benutzt du gerade? Mein persönliches Tablet, ohne dass ich dafür bezahlt werde. Ich meine, wäre cool, wenn ich dafür bezahlt werde, aber ohne dass ich dafür jetzt bezahlt werde, ist das Huion Canvas, weil das ist schön kompakt, das kann ich in die Hand nehmen, das ist nur ungefähr so groß, ne? Hat so ungefähr die Größe, das heißt, kann man gut in die Hand nehmen, kann man gut drauf malen und so. Funktioniert super gut, gefällt mir einfach. Ich brauche keinen, es gibt ja die, so viel Jenga Sets und 32 Zoll-Ding und dann kannst du so deine Striche machen, das wird mir überhaupt nicht gefallen. Ich brauchte einfach so ein kompaktes Tablet, so groß ungefähr, ne? Und dann kann ich darauf zeichnen. Das ist also wirklich kein großes Tablet. Hauptsache, es hat einen Bildschirm und Hauptsache, du kannst es so in die Hand nehmen, ne? Hier ist übrigens die Skizze, falls es jemanden interessiert. Ja, keine Ahnung, was ich zur Skizze sage. Keine Ahnung, was ich hierzu sagen soll. Ihr wisst, wie die ganze Sache abläuft. Ich mal Bilder und ihr schreibt halt irgendwas währenddessen. Und wenn es unterhaltsam ist, dann bleiben wir länger online. 10 Runden auf dem Sportplatz. Ich weiß nicht, aber bei mir ist es immer so, wenn ich Bock habe, Sport zu machen, mache ich viel besser Sport irgendwie. Das ist bei mir so eine, ja, es ist eine schlechte Angewohnheit. Ich weiß es gar nicht. Aber wenn ich Bock auf was habe, bin ich immer besser darin. Ich glaube auch tatsächlich, dass es vielen Leuten so geht. Deswegen ich... Ne, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber deswegen finde ich zum Beispiel Schule ein bisschen schwierig. Weil ich finde auch, zum Beispiel bei mir habe ich das immer gemerkt, wenn ich in der Schule war, war ich immer viel besser in etwas, wenn es mir Spaß gemacht hat. Welche Brushes benutzt du für Hintergründe? Ey, immer komplett nach. Also ich habe keine festen Brushes. Ich, ne, zieh's mir einfach so, wie ich es brauche. Mal stelle ich mir die Transparenz so um. Mal die, mal den Transfer anders, so wie ich es brauche. Immer anders, wirklich. Was machst du, wenn du nicht weißt, was du malen sollst? Ich glaube, das kam in den letzten 6 Jahren sehr selten vor, weil ich habe immer Arbeit. Ich habe wirklich immer Arbeit. Also, dass ich mal, wenn ich mal Zeit habe, dann male ich tatsächlich nichts, weil ich jeden Tag zeichne. Hast du Flüssigkeit und Deckkraft auf 100% anders eingestellt? Keine Ahnung, wie ich es mir gestern zurechtgestellt habe. Ich habe wirklich irgendwas runtergeladen, habe es dann ein bisschen modifiziert und einfach losgelegt. Und ich bin auch der Überzeugung, weil das den Fehler habe ich anfangs gemacht, dass ich immer so versucht habe, okay, welchen Brush benutzt der genau? Okay, Deckkraft auf 98%, gut, dann 87, 98, okay, sehr gut. Okay, jetzt muss es funktionieren. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so... Zumindest mal bin ich so der Auffassung, dass es relativ egal ist, welchen Brush man benutzt. Also ich habe auch schon teils einfach irgendwelche Brushes benutzt und habe einfach losgelegt. Es kommt tatsächlich nicht so sehr auf den Brush auf. Natürlich, jetzt mit denen würde ich jetzt nicht unbedingt Manga zeichnen, weil dafür wäre der ja viel zu flüssig, aber ja. Was hast du beim Tätowierer gemacht? Das war nur ein Vorgespräch. Also bevor man sich tätowieren lässt, muss man ja immer erst, ne, so ein Beratungsgespräch und... Ja, ne, es ist ein Beratungsgespräch und Erklärung, dass man sich den Risiken bewusst ist und dass man 18 Jahre alt ist und so weiter und so weiter. Ich wollte fragen, ob du das Huion Canvas 20 empfehlen kannst. Zu groß finde ich auch nicht, finde ich unhandlich über so ein großes Tablet. Also das 13er reicht mir voll und ganz. Ein größeres möchte ich eigentlich auch gar nicht so unbedingt haben. Ja, das, also, ne, wie gesagt, viel mehr Infos dazu im Vergleichsvideo. Da habe ich ja so eine Art Beratung, ne? Welches Tablet sollte man sich kaufen? Ich glaube sogar, das Video heißt 1:1 so. Welches Tablet solltest du dir kaufen? Da ist meine Meinung auch nicht gekauft oder sonst irgendwas, sondern das ist echt so meine persönliche Meinung, was Sinn macht und was nicht. Also ich finde zu groß langweilig und blöd vom Tablet her. Aber andererseits muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, so diese bildschirmlosen kleinen Tablets,
Geht auch, geht voll und ganz, aber es macht weniger Spaß. Also da bist du mit deiner Meinung schon tatsächlich ganz gut mit dabei, finde ich, dass du dir dass du richtig investieren willst, sodass du sagst, okay, ich hole mir jetzt direkt von Anfang an so ein größeres und dann bleibt es auch dabei. Fällt es dir nicht schwer, eine Zeichnung hinter, wenn du sie unterbrechen musst? Es ist schwierig, so wieder reinzukommen, wenn du verstehst, was ich meine, so wieder so, ne, in die Zone zu kommen, sagt man das so, keine Ahnung. Das ist wieder ein bisschen tricky, aber ich meine, ich darf da jetzt auch nicht zu wählerisch sein, weil wenn ich Probleme damit hätte, dann... Ja, wenn ich Probleme damit hätte, dann wäre es ein bisschen schwierig, die Manga-Serie am Leben zu halten, ne? Da darf ich leider nicht so wählerisch sein und sagen, ach, heute fühle ich mich nicht danach. Ach, die möchte ich jetzt nicht abbrechen oder so. Wenn ich am nächsten Tag auf der Arbeit tatsächlich brauchbar sein will, dann sollte ich schon auf meine 5 Stunden Schlaf achten. Irgendwie komme ich mit digitalen Zeichnen gar nicht klar. Hast du Tipps, wie man sich daran besser gewöhnt? Leute unterschätzen es so ein bisschen und packen das alles so zusammen mit digitalem Zeichnen, ne? Die sagen halt einfach, okay, es gibt Aquarell und es gibt Buntstift und es gibt Copic und so. Und dann gibt es doch digitales Zeichnen. Und so würde ich das halt nicht sehen. Weil im digitalen Zeichnen gibt es auch ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Es gibt ja, so wie ich jetzt zeichne, so eher, ne, mit Übergängen und Verläufen und so. Aber es gibt ja auch so Cell-Shading und es gibt so Aquarell-Look-artige und so. Also digitales Zeichnen ist nicht alles gleich. Du kannst nicht sagen, ach, das ist, wie wenn ich sagen würde, traditionelles Zeichnen liegt mir nicht. So, ich habe noch nicht alle traditionellen Arten ausprobiert. Ich kann das ja noch gar nicht wissen. Ich würde an deiner Stelle mal versuchen, einfach so die Augen offen zu halten. Au. Einfach so die Augen offen zu halten. Ah, hi Kira. und zu gucken, so digitale Stile, so zu unterscheiden. Ne, so, dass der digitale Stil sieht so aus, eher Cell-Shading, der ist eher so realistisch, sage ich mal. Und dann kannst du sagen, okay, vielleicht liegt mir das ja eher. Oder vielleicht liegt mir der Stil ja eher. Und dann, oder vielleicht erstmal mit einem einfachen Stil anfangen, so Cell-Shading, ne? Und dann mit sowas Einfachem anzufangen, weil du tust ja auch nicht im traditionellen Zeichnen, fängst du ja auch nicht direkt mit Aquarell und so an. Da tust du ja auch zuerst mal einen Bleistift in die Hand nehmen und so. Und dann versuchst du vielleicht mit Buntstiften als Kind. Und dann vielleicht mal später, so als Teenager oder Erwachsener, machst du dann mal traditionell Aquarell oder so. Du tust ja nicht direkt als, keine Ahnung, als Vierjähriger Aquarell in die Hand nehmen und kannst es dann ja offensichtlich auch nicht. Also ich würde vielleicht mal aus Einfachem anfangen, um dich ans Medium auch zu gewöhnen. Die ganzen Tastenkombinationen an den Stiften und am Tablet, falls du welche hast. Und dann würde ich sagen, okay, dann kannst du dich vielleicht an schwierigere Sachen erinnern. Und der nächste Punkt ist auch, ist ein ganz anderes Medium. So, du darfst am Anfang jetzt keine mega Ergebnisse erwarten. Habe ich am Anfang auch nicht. Erstmal so ausprobieren und Spaß haben. Das ist so, finde ich, das Wichtigste. Weil mit Spaß, habe ich ja gerade am Anfang vom Stream erwähnt, mit Spaß lernt man am einfachsten. Man merkt übrigens, dass meine Hose offen ist, ne? Hier, wenn ich so mache, dann merkt man so, ja, sorry, ich bin daheim und ich darf mich gehen lassen, ne? Aquarellbrushe finde ich sehr schlecht. Du kannst doch nicht einfach alle Aquarellbrushe schlecht finden. Ich finde zum Beispiel die von Adobe Fresco, die finde ich mega. Ich finde die Highlights auf dem zweiten Kanal richtig gut. Ja, aber ich struggle so ein bisschen damit, weil ich muss mir das ganze Material, was ich hier mache, ja auch durchschauen. Und nicht nur durchschauen, sondern auch zusammenschneiden. Und das wird immer, ne, das ist auch Zeit, die ich eigentlich nicht dafür habe. Ich meine, ich mache es gern, ne? Aber ja, es ist zeitaufwendig, tatsächlich. Zeitaufwendiger, als man denkt. Also ich habe versucht, zwischendurch dann nebenbei einfach mal so, ne, nebenbei zu zeichnen, wenn ich es schneide, aber keine Chance. Das muss ich tatsächlich aktiv machen. Schönes GIF von heute. Hast du zeitlich gesehen lange daran gesessen? Das war tatsächlich in der Mittagspause. Also ich habe oft selten Zeit, also das war ja so ein Spaßbild eher. Das mache ich dann tatsächlich öfters so in der Mittagspause. So ein Motiv. Deswegen, das weiß ich nicht, es waren so mehrere Mittagspausen aneinander. Weshalb ich das jetzt schlecht einschätzen kann. Ich habe das auch im Januar oder so habe ich das gemacht. Kommt einem so vor, dass du wirklich nie für irgendwas Zeit hast. Naja, das liegt daran, dass das die Tatsache ist. Ich meine, das, was ich gerade hier mache, ist ja meine Freizeit. Würdet ihr traditionell oder digital empfehlen? Ich meine, das ist schlecht, sich das empfehlen zu lassen, weil du weißt ja nicht, ob es einer anderen Person liegt und dir dann letzten Endes vielleicht nicht. Ich würde sagen, ne, probier es vielleicht bei einem Kumpel aus oder so, der ein
Tablet hat. Kurze Anekdote dazu, weil mir fällt jetzt erst beim Schnitt auf, wie dumm diese Aussage eigentlich ist, weil es hat wahrscheinlich nicht jeder einen Kumpel oder eine Freundin, die ein Tablet daheim haben, bei dem man das ausprobieren kann. Wir waren vor 2 Jahren auf der Animagic und da waren zum Beispiel viele Tablets rumgestanden, die man ausprobieren konnte. Ist auch auf anderen Messen so, meine ich. Kann man sich ja mal informieren, auf welchen Messen in Deutschland das so ist. Aber viele Tablet-Hersteller haben tatsächlich einen Messestand, wo man sich hinsetzen kann und die Tablets ausprobieren kann. Vielleicht wäre das ja auch eine Idee. Ja. Ich denke, das ist auch eine Sache in Übung. Ja, stimmt. Also ich glaube auch nicht, dass jedem digital, oder zumindest mal bin ich der festen Überzeugung, dass es wenigen Leuten direkt am Anfang liegt, digitales Zeichnen. Ne? Kannst du auch schlecht nach einem Bild oder zwei sagen, ob dir digitales Zeichnen liegt oder nicht. Weil es ist halt so subjektiv, dass du das gar nicht wirklich einschätzen kannst, ne? Digitales Zeichnen ist im Vergleich zu traditionellen Zeichnen mit Stift und Papier so viel einfacher. Ich habe jedes Mal Struggle damit, die Posen zu generieren, wobei es im Vergleich zu digital schneller geht. Ja gut, aber dann würde ich mir an deiner Stelle mal überlegen, also wenn du traditionelles Zeichnen verlernst, mehr oder weniger. Ich bin jetzt zwar nicht der Meinung, dass man das so direkt verlernen kann, aber wenn du ab sofort an dein Grafiktablett gebunden bist, auch schwierig, ne? Auch eine schwierige Sache. Würde ich mir an deiner Stelle mal Gedanken machen, wenn du jetzt nicht mehr auf Papier zeichnen kannst. Nee, ich habe schon Shortcuts auf den Tablets. Also das, ich brauche auch nicht viele. Ich brauche STRGZ, ich brauche Rotieren habe ich drauf. Ich habe, was habe ich noch so auf meinem? Ja, gute Frage. Also ich habe hier STRGZ und ich habe Pinsel vergrößern. Das ist eigentlich, also viel mehr brauchst du da eigentlich auch nicht. Es gibt auch Leute, die tun noch Radieren mit drauf machen. Ja, ne, warum nicht? Was macht dich zurzeit am glücklichsten? Tatsächlich ist Streaming sehr hoch mit dabei. Ich meine, coole Frage, tatsächlich. Aber Streamen ist einfach cool. So, das letzte Mal hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hätte am liebsten noch viel länger weitergemacht, aber ja, ne, war ja schon relativ spät. Aber ja, Streaming ist momentan echt cool. Was mich auch echt happy gemacht hat letztens, ist, dass ich mit Tobias, Dominik und Thomas wieder unterwegs war. Das ist eine sehr schöne Sache. Auf Messe freue ich mich extrem. Also wirklich extrem. Wir waren schon so lange nicht mehr auf Messe. Ich kann gar nicht beschreiben, wie viel Bock ich jetzt habe, endlich wieder on Tour zu sein mit den anderen. Wenn man den Vergleich von der linken zur rechten Hand anschaut. Stimmt, dann sieht das hier so aus wie auf Wish gekauft. Ich finde den Begriff Zeitverschwendung bringt es auf den Punkt. Man kann zu viel Zeit im Endeffekt sparen, wenn man sich auf das konzentriert, was man wirklich interessiert. Ja, exakt das. Exakt das. Da hat der Mr. Wissen to Go ein exzellentes Video drüber gemacht, dass man es halt in Interessengruppen aufteilt. Devil's Raven, ich gebe dir zu 1000% recht. Was soll ich gerade sagen? Aber ja, genau, so die Lehrer, die sich für dich als Person interessieren. Im Sinne von, ne, was wird später aus dir? Hast du schon einen Ausbildungsplatz? Bist du gerade aktiv am Suchen? Ne? Guck auch, dass du darauf achtest. Ey, bist du bei deinem Vorstellungsgespräch? Wie lief das so und so? Hat unser Englischlehrer echt oft nachgefragt. Auch wenn er manche aus unserer Klasse überhaupt nicht mochte. Und die Leute wussten das. Aber er hat diese Leute trotzdem gefragt. Weil er dachte, okay, aus dir kann trotzdem noch was werden. Obwohl ich dich jetzt als Kind vielleicht nicht mag. Vielleicht wird später trotzdem jemand Kompetentes aus dir. Hat er, glaube ich, auch eins zu eins so gesagt. Es ist es beim digitalen Zeichnen sinnvoll, erst Shading zu machen und dann die Farbe? Gibt auch Zeichner, die, klar gibt es auch Zeichner, die tun das Bild erst schwarz-weiß machen, mit Schattierung und allem drum und dran. Und dann tun sie erst einfärben. Wertlab, ich bin tatsächlich jemand, der bevorzugt Stift und Papier. Dass ihr es auch nochmal im Stream gesehen habt, das ist der Kimono mit der Kette. Und der anderen Kette noch mit dazu. Das ist auch nochmal im Stream gesehen habt, abschließend. Ja, also, obwohl die Kette kann man auch nochmal spannen, ne? Dann, ja. Also dann, ne? Danke fürs dabei sein. Hat tatsächlich Spaß gemacht, mal so ein Outfit of the Day Ding zu machen und generell mal wieder was zu kolorieren. Zeit dazu habe ich ja sehr selten mittlerweile. Ja. Na dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Dann sieht man sich zum nächsten Video oder so? Keine Ahnung. Bis dann.